Die Künstler fragen heute wieder mit Franziska Rupprecht, eurer moderierenden Bühnenpoetin. Gudrun Gruber ist hier bei mir im Studio von Radio Lora. Sie ist eine junge Regisseurin von der Hochschule für Film und Fernsehen in München. And the show Künstlerfragen goes to Gudrun Gruber. Hello. Hallo. Ja, Gudrun, du kommst eigentlich aus Österreich und studierst in München. Dabei hast du schon einige Dokumentarfilme gemacht. Zu den Dreharbeiten bist du in richtig ferne Länder gereist. Davon werden wir heute sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist meine dritte Sendung bei Radio Lora. Und da wir uns nun schon ein bisschen besser kennen, gehe ich ab jetzt zum Du über. Also viel Vergnügen euch mit dem ersten Song Pirates von Julia Kotowski. Kein Piratensender, obwohl es vorhin eine kurze Pause gab und jetzt ein bisschen Geknacke. Liebe Leute, nicht böse sein, hier sind die Künstlerfragen auf Radio Lora 92.4. Bei mir zu Gast ist Gudrun Gruber. Gerade haben wir ein Lied gehört vom Soundtrack deines Kurzdokumentarfilms A Place to Live is Not a Place to Stay. Da geht es um die Inuit und was in Kanada für die Dreharbeiten. Was ist denn so das Wichtigste, was dich dazu bewegt hat, diesen Film zu machen? Ja, also ich habe den Film zu zweit gemacht mit einem Kollegen von mir und uns ist ein Zeitungsartikel, als wir in Kanada waren, in die Hände gefallen, in dem von einem Dorf gesprochen wurde, das gar keine Straßenanbindung hat. Also das völlig isoliert eigentlich liegt und wir haben uns dann weiter in die Thematik vertieft und sind in dieses, also das ist ein kleines Reservat. Man muss sich vorstellen, die Innu wurden von der Regierung 1955 zwangsangesiedelt in diesen Reservaten und die leben seitdem da und das war eine Bevölkerung, die immer mobil war. Also ihre gesamte Geschichte hindurch sind die in diesem Gebiet eigentlich immer gereist. Das heißt, an einem Ort zu leben, der so fix ist, das ist für die etwas vollkommen Neues. Das heißt, eine ganz neue Generation von Menschen ist jetzt dort positioniert. Und wir haben halt die Geschichte erzählt von Kathleen, einer jungen Frau, die auch schon mal in der Stadt gelebt hat und die aufgrund ihrer Familiensituation zurück nach Unamenshipo in dieses Reservat zieht und dann als Person dazwischen hin und her gerissen ist, eigentlich ein modernes Leben in Anführungsstrichen führen zu wollen und aber auch nicht zu können aufgrund ihrer Position. Und das erzählt der Film, in dem verschiedene Familienmitglieder ihr Fragen stellen, die wir uns auch gestellt haben und die wir im Dialog mit den Familienmitgliedern dann erarbeitet haben. Ist das ein Grund, warum du Dokumentarfilmerin bist, dass du Geschichten erzählen möchtest von Minderheiten, die ganz fern von uns sind und darauf aufmerksam machen möchtest? Ja, also man kann sich das so vorstellen. Für mich ist es so, wenn ich Dokumentarfilme mache, dann reise ich an einen Ort, den ich noch nicht kenne normalerweise und versuche, die Lebensrealität dort zu verstehen, so wie ich die verstehen würde, so wie ich das sehe, im Dialog mit diesen Menschen und dann versuche ich, das anderen hier zugänglich zu machen. Also ein Kollege und ich, wir haben das immer als eine Art, man könnte sagen, als so eine Art wir haben uns als eine Art Spezelle begriffen, die eben woanders hingeht und das komprimiert zurückbringt und anderen zugänglich macht. Weil ich finde, das ist eigentlich der Sinn des Dokumentarfilms, dass ein Diskurs entsteht, dass man über etwas nachdenken kann, dass man vielleicht noch nicht verstanden hat, weil man die Lebensrealität von anderen einfach noch nicht gesehen hat und gar nicht weiß, wie das zum Beispiel ist, in einem Reservat zu leben und ja, sein tägliches Leben da zu verbringen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, also das ist für mich das Wichtigste an der Arbeit. Das, ja. Du studierst das Ganze ja noch. Deine Fächer heißen Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik. Was können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unter Fernsehpublizistik vorstellen? Fernsehpublizistik ist eigentlich mit Fernsehjournalismus gleichzusetzen. Also unter anderem, das sind auch zwei Abteilungen, die miteinander zusammenarbeiten, die sehr eng zusammenarbeiten und es wird jährlich eine Auslandsreportage in einem anderen Land gemacht, die fernsehjournalistisch eine Thematik aufarbeitet. Zum Beispiel waren wir in Hongkong und haben dort verschiedene Beiträge gedreht. Das heißt, Fernsehpublizistik bedeutet, dass wir auch im Fernsehen, also dass wir im Kinodokumentarfilm und im Fernsehbereich arbeiten.
in beiden Richtungen. Das kommt dann drauf an, was man für ein Typ ist und wo man hingeht. Apropos Typ, du bist jetzt nicht riesengroß, du bist eine junge, sympathische Frau mit etwas längeren blonden Haaren. Und ja, dein Beruf ist Regisseurin, das heißt, du sagst einem Team, was sie tun sollen oder tun sollten. Wie war das denn für dich? Haben deine Teammitglieder von Anfang an dich so respektiert und gemacht, was du gesagt hast? Also zuerst ist es an der Hochschule so, man fängt an, einen Kurzfilm zu machen, der ist noch sehr stark betreut. Das heißt, da sind sehr viele Leute involviert, da ist man nicht ganz alleine. Und dann macht man Co-Regie, das heißt, man ist nicht alleine Regisseur. Und da entstehen natürlich Konflikte, weil jeder möchte natürlich auch das Sagen haben oder seine Ideen durchsetzen. Und dann muss man lernen, da kompromissbereit zu sein. Und dementsprechend bekleidet man dann auch verschiedene Positionen in so einem Team. Also wir, die Regie studieren, wir haben, glaube ich, fast alle auch Ton gemacht bei Filmen, teilweise Produktion oder Kamera. Das heißt, wir machen verschiedene Erfahrungen. Und es ist definitiv so, dass nicht auf Anhieb Leute auf das hören, was man sagt, wenn man sehr jung ist, weil man selber das Bauchgefühl noch gar nicht hat dafür. Also man weiß ja selber noch gar nicht genau, ob die Entscheidungen, die man jetzt trifft, die richtigen sind. Und ich habe das Gefühl, je länger man das macht, das kommt schon mehr. Und dann hat man im Dokumentarfilm ein sehr kleines Team. Das ist ganz anders im Spielfilm, wo man ein großes Team hat. Da ist es nochmal eine ganz andere Frage, weil im Dokumentarfilm sind es im Normalfall 3 bis 4 Leute höchstens. Und da hat man sich dann oft so arrangiert, dass jeder seine Rolle spielt. Deswegen ist es einfacher. Im Spielfilm ist es natürlich noch schwieriger, klar. Bei diesen Dingen lernst du ja richtig lange, Dokumentarfilme zu machen. Und ich denke, du hoffst auch, wenn du mit dem Studium fertig bist, solche Filme umzusetzen. Wir wissen natürlich alle, als Künstler und auch als Dokumentarfilmerin kann man vielleicht mal in einen finanziellen Engpass kommen. Könntest du dir auch vorstellen, Reality-TV zu machen? Reality-TV denke ich jetzt nicht, also wirklich das klassische Reality-TV, aber natürlich, ich meine, man muss ja auch sagen, Reality-TV an sich, es ist im Dokumentarfilm so, dass auch relativ viel inszeniert wird, je nachdem, in welcher Schiene man arbeitet oder je nachdem, was man, welche Stilmittel man verwendet. Das heißt, natürlich ist alles miteinander verbunden. Das kommt immer drauf an. Ich würde an Formaten mitarbeiten, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass sie für mich niveauvoll sind, dass sie etwas Gutes erzählen oder was Gutes bewirken und die ich spannend finde. Vor allen Dingen muss ich die spannend finden. Ansonsten würde ich, glaube ich, lieber auch in andere Richtungen arbeiten. Also das ist mir schon wichtig. Also Qualität ist mir definitiv sehr wichtig. Das heißt, auch so ganz fachfremde Nebenjobs kämen auch in Frage. Auf jeden Fall. Also das ist in unseren Reihen, also ich kenne ja wahnsinnig viele junge Regisseure und Filmemacher, das ist ganz normal, dass die meisten verschiedene Jobs haben, in ganz anderen Bereichen auch. Also ich glaube, dass jemand wirklich rein nur den Kinodokumentarfilm macht, das gibt es sehr selten. Also es gibt dann immer, weil das ist ja auch immer ein blockhaftes Arbeiten. Man arbeitet sehr stark in Zeitblöcken und dazwischen, genau, ist es dann oft so, dass man dann andere Jobs macht oder andere Aufträge, Auftragsarbeiten. Was für Jobs sind da so dabei? Also zum Beispiel, ich arbeite unter anderem auch als Cutterin oder man macht Imagefilme. Ich persönlich habe jetzt auch noch nebenbei einen Nebenjob an der Hochschule selber. Und ich habe auch Kolleginnen, die als Nebenjob kellnern, ganz klar. Also es ist total unterschiedlich. Alles ist mit dabei und für heute hast du uns verschiedene Songs mitgebracht. Wir werden jetzt gleich einen von Elliot Smith hören. Warum gerade diese Nummer? Das hat eigentlich nostalgische Gründe, weil ich vor ich würde jetzt sagen ungefähr 10 Jahren das erste Mal Elliot Smith gehört habe und ich habe den immer sehr gerne gehört. Ich finde, der ist unglaublich talentiert gewesen und er auch jung gestorben. Also es war gerade erst sein Todestag, am 21. Oktober und ich finde, jeder sollte ihn kennen und das ist ein Lieblingsmusiker von mir. Ja, Gudrun Gruber ist hier bei den Künstlerfragen zu Gast, moderiert von Franziska Ruprecht auf Radio Lora. Gudrun, deine Filme zeigen echte Menschen mit echten Problemen. Ein erfreulicher Aspekt von den Dokumentarfilmen ist, dass du da auch schon viele Preise gewonnen hast, besonders für deinen Film San Agustin Ebbe im Plastikmeer. Auf welchen Preis
davon bist du ganz besonders stolz? Also ich kann dazu sagen, man freut sich natürlich über jede Anerkennung, aber das ist auch im Dokumentarfilmbereich nicht ungewöhnlich. Also viele meiner Kollegen haben auch Preise gewonnen. Das bedeutet nicht so viel, außer dass der Film gesehen wurde. Also wie gesagt, man freut sich da sehr, aber das Allerwichtigste ist, dass Leute überhaupt die Filme sehen. Das ist natürlich immer schwierig. Also es gibt viele Filmfestivals weltweit und man versucht, so viele Menschen zu erreichen wie möglich. Und Dokumentarfilme werden ja einerseits fürs Kino und auch fürs Fernsehen gemacht. Also es gibt verschiedene Arten der Verbreitung. Für uns ist es immer so, die schwierigste Frage ist eigentlich immer, wie kommt es an die richtige Zielgruppe, zu den richtigen Leuten, die das vielleicht auch brauchen, die dieses Wissen vielleicht wirklich suchen und die das sehen möchten. Ja. Und das ist dir dann eigentlich wichtiger als die Preise? Ich glaube, die Preise sind normalerweise auch nur eine Anerkennung, die man bekommt. Und das Wichtigste ist auf jeden Fall die Arbeit. Ich glaube, wenn man auf Preise aus ist, dann macht man den falschen Job, wenn man Dokumentarfilme macht, weil man oft Jahre an Dokumentarfilmen arbeitet, ohne dass man in dem Zeitrahmen jetzt Anerkennung dafür bekommt. Also das ist ganz wichtig. Man sitzt da Monate über Monate an so vielen Stunden. Und wenn man das aus reinen Ego-Gründen macht, dann hat man echt, ja, das ist dann die falsche Richtung, glaube ich. Da gibt es bessere Wege. Finanziell gesehen, sind diese Preise eigentlich überhaupt dotiert? Also die wir gewonnen haben, das waren jetzt auch keine riesengroßen Preise. Die waren nicht dotiert, bis auf einen kleinen. Aber normalerweise, wenn das größere Preise sind, dann sind die schon dotiert, so dass der Regisseur etwas davon hat oder der Produzent, je nachdem, wer den Preis dann auch bekommt. Es gibt dann verschiedene Kategorien. Ja, das ist aber durchaus unterschiedlich. Das kann ich jetzt nicht so wirklich klassifizieren. Was ist eigentlich so, was ist die Story von deinem Film San Agustin Ebbe im Plastikmeer? Also San Agustin ist ein Film, in dem es um Familien geht, die im Mar de Plástico, das ist die größte Gemüseanbaufläche der Welt, kann man sagen, die im Mar de Plástico im Süden von Almería leben und arbeiten und die eben dort eigentlich schon seit vielen Generationen verhaftet sind, aber seit es das Mar de Plástico gibt, leben die einfach in Zuständen, die total schwierig für sie sind, weil sie eigentlich von Farmerfamilien stammen. Also sie haben eigentlich so einen landwirtschaftlichen, ganz normalen Hintergrund. Und das ist aber ja eine stark industrialisierte Form von Gemüseerzeugnissen, so, die dann nach ganz Europa transportiert werden. Und das ist irrsinnig schwierig für diese Familien, die dort auch mit illegalen Arbeitskräften zusammenarbeiten. Also man muss sich das so vorstellen, dass dort auch eigentlich gesetztechnisch die Justiz so ein bisschen, also nachlässt. Das ist alles ein sehr korruptes System, weil du kannst dort als illegale Arbeitskraft, du kannst dort als Migrant quasi, kannst du dort arbeiten und das wird nicht hinterfragt, aber gleichzeitig, wenn du in einem Gewächshaus erwischt wirst von der Polizei, kostet das denjenigen, der dich dort arbeiten lässt, sehr viel Geld. Aber wenn du auf der Straße erwischt wirst, dann macht es nichts, dass du keine Papiere hast. Also das ist dort auch wirklich ein offenes Gesetz und da wird auch offen darüber gesprochen. Wahnsinn. Von dem Soundtrack hast du uns auch ein Lied mitgebracht, Across the Wire von Calexico. Was bedeutet dir dieses Lied? Eigentlich Across the Wire von Calexico ist eigentlich nicht direkt vom San Agustin Soundtrack, weil da hatten wir drei Lieder von Calexico. Aber Across the Wire habe ich deswegen ausgewählt, weil das eigentlich zu meinem jetzigen Filmprojekt überleitet, das auch in einer Grenzregion sich abspielt. Weil das Mar de Plástico liegt ja an der spanischen Grenze. Und ich fand das ganz passend, weil die sehr viel miteinander zu tun haben. Auf jeden Fall verwendest du gerne Calexico auf deinen Soundtracks, habe ich das Gefühl. Und wir hören jetzt Across the Wire. Radio Lora mit den Künstlerfragen. Franziska Rupprecht ist hier am Mikrofon und bei mir zu Gast ist Gudrun Gruber. Wir haben Across the Wire von Calexico gerade gehört und werden nachher noch ein bisschen mehr davon sprechen. Ja, bei Filmdrehs, ob im In- oder Ausland, gehört natürlich richtig viel Organisation dazu und Finanzierung. Das ist die Arbeit, die die Produzenten meistens übernehmen. Zusätzlich müssen sich Filmemacher dann natürlich auch noch selbst versichern und ihren ganzen Papierkram erledigen. Und Gudrun, du bist auch beim Paul Klinger Künstlersozialwerk angemeldet. Was hat dich denn dazu bewogen?
Unter anderem, also auf der einen Seite sucht man natürlich immer Kontakt zu anderen Künstlern, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und natürlich beschäftigen einen auch Fragen, wie man in diesem Beruf leben kann oder mit diesem Beruf. Und es gibt zum Beispiel die Künstlersozialkasse, die ganz großartig ist, ja, die einem da weiterhelfen kann. Genau, also Paul Klinger bietet eben auch noch ein Netzwerk zu anderen Künstlern, bis hin zu Kontakten zu dieser Radiosendung, die ihr jetzt hört, liebe Hörer. Das Künstlersozialwerk ist ein gemeinnütziger Verein und der Zweck der Solidargemeinschaft aus Künstlern und Nichtkünstlern ist es, in allen Fragen zur sozialen Absicherung Künstlerinnen zur Seite zu stehen. Dazu gehört eben die Künstlersozialkasse, wie man in diese reinkommt zum Beispiel, aber auch bei anderen Themen wie der Steuer oder Künstlerversicherungen bekommen sie Hilfe. Beitreten und dazugehören können nicht nur Künstler, sondern auch alle, die Künstler unterstützen möchten. Der Beitrag beträgt nur 70 Euro für ein Jahr und Gönner können natürlich auch mehr einzahlen und damit besonders den höher betagten Künstlerinnen und Künstlern in unserer Gesellschaft helfen. Im Internet steht genaueres unter www.paul-klinger-ksw.de unter www.paul-klinger-ksw wie Künstlersozialwerk.de. Später in der Sendung noch ein bisschen mehr dazu. Ja, Gudrun Gruber, du machst Filme. Können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer deine Filme eigentlich jetzt auch irgendwo anschauen, wenn die Lust drauf bekommen haben? Also normalerweise haben die Filme ja einen Verleih, aber da die an der Hochschule entstanden sind, kann man die am allerbesten über unsere Hochschule erhalten. Also die sind dort auf jeden Fall zugänglich oder natürlich über mich persönlich. Das heißt, die Filme sind gar nicht so lange zugänglich für Leute, sondern du arbeitest da so lang und aufwendig daran, wie du gesagt hast, aber nachher stehen die dann einfach nicht dauerhaft im Internet oder sowas. Ja, das Problem dabei ist, also bei diesen Filmen, die noch an der Hochschule entstehen, ist das sehr oft so, dass die nur eine kurze Lebensdauer haben. Das ist natürlich nicht so, wenn die dann aus verschiedenen Quellen finanziert werden, was ja das Ziel ist, weil dann gibt es normalerweise einen Kinoverleih und dann sind die sehr leicht zugänglich. In diesen Fällen kann man die Filme von mir über die Hochschule für Fernsehen und Film oder über mich persönlich erhalten über meine Webseite. Okay. Und gerade arbeitest du an dem Film Frontierland, den wir vorhin schon erwähnt haben. Dreharbeiten in Arizona, wo ja auch Calexico herkommen. Was ist das Thema dieses Films? Das Thema dieses Films ist, einen Einblick zu geben in diese Region, weil diese Region ist sehr, sehr interessant. Also es gibt im Süden der USA gibt es den US Border Fence. Und das ist man muss sich das so vorstellen, das ist eine 670 Meilen lange Mauer, könnte man sagen. Man kann nicht sagen wirklich Mauer, es ist eigentlich mehr ein Zaun, der ganz verschiedene Formen hat. Das ist auch nicht immer derselbe Zaun. Also man kennt Bilder von diesem großen 3 Meter hohen Zaun, aber im Hinterland in Arizona ist das oft wirklich nur eine Auto, also so eine kleine Barriere, die vielleicht nicht mal höher ist als bis zu meinem Knie jetzt. Und das ist eine sehr, sehr umstrittene Situation dort, ob das wirklich die richtige Wahl ist, so einen Zaun dorthin zu bauen. Und der Film erzählt hauptsächlich von Einwohnern vom Süden von Arizona und deren Sicht auf diese Situation. Und das ist unglaublich schwierig, weil der Zaun, seit es den gibt, also den Zaun gibt es jetzt eigentlich an den meisten Stellen seit zwischen 2004 und 2006 wurde der Großteil dieses Zauns erbaut und es sollen noch weitere Teile entstehen in den kommenden Jahren. Das ist aber eben sehr umstritten. Also auch nächstes Jahr sind ja Präsidentschaftswahlen in den USA und so zum Beispiel Donald Trump spricht sich ja immer dafür aus, jetzt eine Big Wall zu bauen. Der will ja wirklich eine komplette Abschottung zu Mexiko. Und das ist halt sehr umstritten, ob das der richtige Zugang ist. Und es gibt 4 Bundesstaaten, durch die dieser Grenzzaun führt. Und einer davon ist eben Arizona. Und dort haben wir in diesem südlichen Teil verschiedene Menschen dazu zu ihrer Lebenssituation befragt und was sie da so erlebt haben. Das ist unglaublich und man hofft eben, dass es für Europa nicht so kommen wird. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, an den wir bei den Dreharbeiten oft gedacht haben oder wo wir drauf fokussiert haben, weil es diese Art von Abriegelung in den USA, die auch sehr oft mit einer Abschreckungspolitik gleichgesetzt wird,
eben da gibt und hier in Europa auf die Art, es gibt die natürlich auch in Europa, aber noch nicht so weit fortgeschritten. Und es ist ein bisschen, als würde man in eine Zukunft blicken, die man hier hoffentlich nicht sehen wird. Damit beantwortest du jetzt auch schon meine nächste Frage, weil mich hätte interessiert, warum du nicht einfach zum Beispiel in München etwas über Flüchtlinge filmst. Aber die Antwort dazu haben wir gerade gehört hier auf Radio Lora. Und jetzt ein bisschen Werbung. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Die Veranstaltung Same Old Song heute Abend ab 21 Uhr. Es findet eine Party mit dem Who is Who der Münchner Musikszene statt. Live gespielt wird Das Model von Kraftwerk in unzähligen Variationen. Einlass ab jetzt in der Nachtkantine München, nähe Ostbahnhof. Modelgeeignetes Essen steht auf der Karte. Weihnachtsbazar, ganz lyrisch. Verlagsvorstellung im Münchner Literaturbüro am 13. November ab 19 Uhr. Der Wolfbach Verlag aus Zürich ist zu Gast. Franziska Ruprecht performt Gedichte aus ihrem Debütband Mehrmaid. Büchertisch inklusive in der Milchstraße 4 in München. Dun, 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 dun. Hangover ist nicht dein Lieblingsfilm? Wirklich nicht? Trotzdem planst du einen Junggesellinnenabschied? Ein Tag mit der Braut, ihren besten Freundinnen und mit Gedichte schreiben und vortragen, bietet die Performance-Poetin Franziska Ruprecht an. Mehr Infos und Buchungen unter franziskaruprecht.de. Ein P reicht. Das Kau-Kollektiv ist mit Transit Monumental auf dem Spielart-Festival im Gasteig. Ab dem 31.10. werden Filmepisoden über eine Aktion des Künstlerkollektivs gezeigt. Katharin Gudrun Gruber. Und haltet auf Filmfestivals die Augen offen nach Filmen von Gudrun Gruber. Zum Beispiel den Dokumentarfilm Frontierland. Ja. Gudrun ist ja jetzt auch noch hier im Studio. Du hast eine ganz bestimmte Herangehensweise und Art, über Filme zu sprechen. Deshalb frage ich mich, hast du vielleicht an der HFF auch einen Mentor gefunden oder eine wichtige Professorin, die dich ganz besonders beeinflusst? Bei uns ist es ja eigentlich so, also wir haben normalerweise zwei Professoren parallel, weil wir ja Fernsehpublizistik oder eben Journalismus und Dokumentarfilmregie studieren. Und unser gemeinsamer Professor ist Heiner Stadler, der natürlich für unsere Entwicklung sehr wichtig war. Auf jeden Fall. Und es ist jetzt nicht so in meinem Fall, dass man so gesonderte Mentoren bekommt oder hat, sondern es gibt verschiedene Positionen. Es gibt natürlich auch Assistenten, die uns zur Seite stehen. Und das ist für uns natürlich viel wert und ist auch sehr wichtig. Wie würdest du so für Außenstehende die zwischenmenschliche Atmosphäre an der HFF beschreiben? Wie ist es so, dort zu studieren? Die Studenten, es ist so, sobald man in diese Hochschule eintritt oder sobald man dort aufgenommen wird, hat man einen kleinen Verband von Studenten, weil man in eine Art Klasse aufgenommen wird. Und diese Klassen sind normalerweise sehr, sehr eng miteinander verbunden. Das bleibt auch oft für viele, glaube ich, ganze Arbeitsleben so. Und in meinem Fall ist das eben auch so. Und das ist oft auch nicht nur die eigene Klasse, sondern auch Jahrgänge über einem oder unter einem, die sich dann alle miteinander verzweigen, da die alle miteinander Filme machen, eben auch in verschiedenen Positionen, weil wir haben ja auch Drehbuch, wir haben Kamera, das man studieren kann, Spielfilmregie und wir tauschen und Produktion natürlich und wir tauschen uns natürlich alle aus. Und dementsprechend trifft man ganz, ganz großartige Menschen da auch. Habt ihr auch Zeit, privat was zusammen zu unternehmen? Ja, also wir haben durchaus Zeit, privat etwas miteinander zu unternehmen. Leider ist es so, was heißt leider, aber das Filmemachen ist unglaublich präsent. Also es passiert manchmal, dass wir unterwegs sind und dann sind Leute dabei, die nicht Filme machen und es wird auf der Stelle fangen die Filmgespräche an, wodurch andere dann manchmal denken, habt ihr eigentlich keine anderen Gesprächsthemen? Aber das passiert irrsinnig oft mit Filmleuten, weil die so mit ihren Filmen verwachsen sind. Es ist für viele so, als wäre das, ich weiß nicht, ihr Baby. Das ist, man beschäftigt sich eigentlich 24 Stunden damit. Vielleicht auch aus diesem Grund hast du ja etwas geplant, ein Freizeitprojekt, und zwar ein Chor für Regisseurinnen. Was soll das genau werden?
Also dieser Chor entstand so, dass Kolleginnen von mir und auch ich in der Vergangenheit als Sängerin, also Laiensängerin, wir sind alle keine Profis, aber als Laiensängerinnen tätig waren in verschiedenen Bands oder Musikprojekten. Und all, also das heißt alle, aber eine Gruppe von 7 Leuten sich jetzt gefunden hat, die gerne einen Chor gründen würden, der The Directors heißt oder heißen wird. Und der eigentlich nur Lieder aus Filmsoundtracks zum Besten geben wird. Das ist aber noch nicht, die Idee ist erst ein paar Monate alt und da wir ja alle an Filmprojekten arbeiten, sind wir bisher noch nicht zur Umsetzung gekommen. Es wird aber auf jeden Fall in den nächsten Monaten stattfinden. Und deshalb hören wir jetzt Everybody's Gotta Learn Sometimes in der Interpretation von Beck. Die Künstlerfragen mit Franziska Ruprecht. Gudrun Gruber ist hier bei mir zu Gast. Sie ist Dokumentarfilmemacherin. Und gerade haben wir Beck gehört, Everybody's Gotta Learn Sometimes. Den Song werdet ihr auch in eurem Chor nachsingen, oder? Ja, also wir möchten natürlich Lieder singen, die wir aus Soundtracks besonders interessant finden und von denen wir natürlich auch die Filme mochten. Und so wird jeder von unseren Mitgliedern verschiedene Songs einbringen. Und bei dem speziellen Song ist es so, dass ich den sehr gerne mag und der Film dazu, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ist einer meiner Lieblingsfilme lange gewesen oder ist es immer noch. Ich finde den sehr, sehr gut von Michel Gondry. Und du hast schon erwähnt, viele von euch haben schon anderweitig mal gesungen in einer Band oder irgend sowas. Wie ist es bei dir persönlich? Bist du nebenher auch noch Musikerin? Das wäre ich gerne, wenn ich die Zeit dazu hätte, würde ich sehr gerne wieder Musikprojekte machen. Ich habe das vor allen Dingen in meiner Zeit in Wien mehr verfolgt. Ich habe ja, bevor ich in München war, in Wien gelebt. Und in Wien hast du sogar auch bildende Kunst fertig studiert. Was hat denn zu der Entscheidung beigetragen, dann noch an die HFF zu gehen und Dokumentarfilme zu machen? Der Hauptbereich war eigentlich, dass man im Dokumentarfilm, also Dokumentarfilme zu machen, war eigentlich immer ein großer Traum von mir. Und ich habe Videokunst studiert und da bekommt man das Handwerk eigentlich nur sehr peripher. Also man bekommt das nicht so vermittelt, dass man das wirklich professionell kann. Das ist halt ein bisschen das Problem, das viele von den Künstlern auch haben, weil die großartige Ideen haben, aber es fehlen ihnen dann die Gelder, die Möglichkeiten, das umzusetzen, das Equipment und vor allem das Handwerk. Und das war etwas, was mich sehr stark dazu geführt hat, da ich auch bei einer Künstlerin studiert habe, Dorit Markreiter heißt sie, die selber dokumentarisch und mit Videokunst arbeitet, also die das miteinander verbindet und die hat uns alle sehr stark in Richtung Dokumentarfilm auch unterrichtet und das hat mich sehr stark beeinflusst, eine ganz tolle Künstlerin. Planst du jetzt auch dann auch noch so Videokunstfilme zu machen oder mehr bildende Kunst als Thematik in deine Filme mit einfließen zu lassen oder ist das eigentlich gar nicht mehr aktuell? Für mich war schon sehr grundlegend, dass es in eine sehr erzählerische Richtung für mich persönlich bei den Filmen gehen soll. Das heißt weniger in eine bildende Kunst oder ja weniger in eine Richtung, die sehr experimentell ist, aber eher erzählen, das war mir wichtig, aber ich arbeite natürlich total gerne auch mit Künstlern zusammen, so wie jetzt gerade mit dem Kau-Kollektiv und schätze das sehr. Also ich schätze deren Arbeit sehr und finde das total spannend, weil das eine ganz andere Art von Herangehensweise an Film ist. Die wird auch an der HFF verfolgt. Also es gibt genauso Menschen da, die sehr stark in diese Richtung gehen und die bildende Kunst ganz stark mit Dokumentarfilmen verbinden. Genau, das Kau-Kollektiv, wie vorhin schon erwähnt, ja, ab nächster Woche im Gasteig. Du bist mit deinen Filmen schon auf der ganzen Welt rumgekommen und hast sogar auch mal in China gedreht zum Beispiel. Reist du gerne? Also ich reise natürlich sehr gerne, sonst kann man eigentlich, ja, das ist auch wieder so eine Sache, man kann mit diesem Beruf sonst nicht viel anfangen, wenn man das nicht gerne tut, denke ich jetzt mal. Obwohl man genauso gute Geschichten vor der eigenen Haustür finden kann. Also man muss nicht immer wegreisen, das ist auf jeden Fall nicht gegeben. Man kann genauso in München einen Dokumentarfilm drehen, das ist nicht die Frage. Aber genauso wie ich gerne reise,
habe ich auch, kann ich auch einen Alltag sehr schätzen. Also mir ist es auch, ich finde es auch großartig, einen ganz normalen Alltag in München zu leben. Ich muss nicht immer unterwegs sein. Es ist auch so, dass einem das manchmal sehr viel wird mit den Dokumentarfilmen, weil da ist auch irrsinnig viel geplant. Die Produktion ist viel Arbeit und es ist dann, man steht auch oft sehr unter Druck mit den Protagonisten. Das möchte man nicht. Man möchte gern mehr Drehzeit haben, aber das kostet alles viel Geld und So ist es nicht das Reisen, das man kennt, wo man so ganz frei ohne irgendwelche Verpflichtungen reist. Man hat eine Verpflichtung, man dreht dort den Film. Das ist ganz, ja, das ist eine starke Spannung, unter der man da auch steht. Aber dadurch kommst du natürlich auch näher an Menschen von dort ran, als wenn du dich jetzt in einem Hotel entspannen würdest oder irgend so etwas. Ja, das war eigentlich immer so. Also ich habe von Anfang an, von einem sehr jungen Alter an, hat mich das eigentlich nie so interessiert, so Reisen zu machen, wo ich in 5 verschiedene Länder durchreise, sondern ich wollte immer an einen Ort gehen und dann dort mehrere Wochen, wenn es irgendwie geht, bleiben oder solange ich irgendwie kann oder auch über Monate, ja, um diese Welt irgendwie auf mich wirken zu lassen. Ich fand das einfach prinzipiell interessanter. Ich wollte einfach wissen, wie ist das, dort zu leben für andere. Das finde ich einfach spannend als Grundfrage, weil eine Realität, in der man selber lebt, einfach eine ganz andere ist als alle, die ich so in meinen Dokumentarfilmen erlebt habe. Obwohl ich sie natürlich immer durch meinen Filter sehe und durch meine Wahrnehmung, aber trotzdem ist das natürlich der Fall. Ja, das geht mir genauso mit diesem Menschen entdecken und lieber gleich dort leben wollen und alles verstehen. Bei deinen Studienkolleginnen ist es auch so, dass die so viel rumkommen oder drehen manche dann eher nur in Bayern? Es gibt an der HFF eigentlich eher weniger, die viel in Bayern drehen. Das kommt natürlich auch vor und vor allen Dingen hört es viele Reisen auch oft für viele auf, wenn die Hochschule endet, ganz klar. Da kriegt man viele Möglichkeiten und es ist dann, also Dokumentarfilme zu machen, ist irrsinnig schwer und kostet eben viel Geld und natürlich wird das gemacht, aber das ist schon ein großer Luxus, der einem geboten wird an der Hochschule, dass man wirklich so viel herumkommt. Normalerweise ist es irrsinnig viel Planung, sehr viel Zeitaufwand auch, also wie es auch für uns ist, aber ich würde mal sagen, das ist toll für uns, das machen zu können. Aber ich weiß nicht, ob ich das mein Leben lang machen kann, also ob ich mein Leben lang so viel reisen werde können. Das hat ja sehr viele Gründe, warum man das eventuell nicht ewig machen kann. Ja, ja, klar. Jetzt kommt ein Lied mit englischem Text. Der Gesang klingt sehr nach New Americana, finde ich. Aber die Band ist aus Schweden. First Aid Kit mit The Lion's Roar. Die Künstler fragen. Im Studio zu Gast ist Gudrun Gruber. Ich bin Franziska Ruprecht. Ja, Gudrun, als Filmemacherin hast du uns diesen Song mitgebracht. Warum? Also dieser Song ist für mich so eine Art Themensong gewesen zu dem jetzigen Film. Das ist aber mehr emotionales Thema, also so wie ich mir die Filmmusik vorstelle. Und ich arbeite jetzt mit einem Filmkomponisten zusammen, der ein Abgänger der Filmhochschule ist, Dominik Giesriegel. Der macht die Musik für meinen jetzigen Dokumentarfilm und dem gebe ich dann zum Beispiel dieses Lied oder dem habe ich das gegeben und sage ihm dann von der Atmosphäre her, sollte es in diese Richtung gehen und so gehe ich davor. Also super spannend, wie du eben arbeitest. Ja, und jetzt muss ich schon ankündigen, was wir das nächste Mal bei den Künstlerfragen hören können. Am 27.11. moderiert dann Michael Klingsieg. Seine Interviewpartnerin wird Christiane Brammer sein. Sie betreibt ja jetzt eine neue Location in München, das Hofspielhaus. Vielen ist Christiane Brammer bekannt aus der SWR-Fernsehserie Die Fallers. Ihre kleine Bühne will ein anarchisches Wohlfühltheater sein. Wir können also auf das Programm gespannt sein, unter anderem mit einem Salon über das Münchner Künstlerleben. Ja, und das war die heutige Sendung Künstlerfragen mit mir, Franziska Ruprecht. Ich schreibe Gedichte und spreche gern ins Mikrofon. Gudrun Gruber war zu Gast. Vielen Dank, dass du da warst. Auch vielen Dank. Es war sehr spannend mit dir und mich kann man heute Abend noch bei Same Old Song in der Nachtkantine erleben und als Abschiedslied hören wir kurz in einen Lieblingssong rein, den ich mitgebracht habe, Island in the Sun von Visa. Seid inspiriert und einen schönen Abend.